Willkommen auch auf YouTube zu noch einer kleinen Folge. Diesmal wollen wir noch die Clear Areas, Level Areas, Test Areas und Tip Occlusion Areas einbauen. Wie wir hier sehen, Clear Area hat einen Startpunkt, hat einen Weitepunkt und einen Endpunkt. Und alles liegt auf 0. Das ist, so wie ich verstanden habe, die Area, die frei sein muss zum zum Platz hier. Dann gibt es die Leveling Area, die hat dasselbe. Das ist das, was gelevelt werden muss. Dann gibt es die Test Area, die habe ich nicht verstanden. Na? Die hat einen Mittelpunkt. Der liegt auf 0. Sie hat einen Punkt auf der einen Seite und dann einen innenliegenden Punkt auf der anderen Seite. Das ist wohl für das Clipping. Und dann gibt es hier noch die Tip Occlusion Area, die wiederum alles auf 0 liegt. So, das soll mir jetzt noch mal einer erklären. Aber Giants meckert, wenn die Dinger nicht da sind. Oh, Neo, ja, wir sehen uns dann, ne? So, was wir jetzt erstmal machen, ist, wir bauen eine Clear Area. Und da die gleiche ist wie die Leveling Area, ne, bauen wir die jetzt erstmal hier ein. Dazu adden wir erstmal ein Empty. Das nennen wir Clear Area. Das schieben wir natürlich in unseren Storage. Kann natürlich sein, dass ich nachher wieder die ganzen Reihenfolgen ändere. Wenn ich herausgefunden habe, wie man das verhindern kann, sage ich euch Bescheid. So. Der Startpunkt muss an so einer Kante liegen. Also am, ne, ist also, und wir wollen ja eigentlich nicht mehr leveln, als wir auch an Bodenplatte haben. Und wir wollen auch nicht mehr blockieren, damit wir schön Bodenplatte an Bodenplatte nachher aneinandersetzen könnten. Also, ich bin hier noch auf Ecke. Nehme ich mir das Ding hier und schiebe es auf die Ecke. Dann brauchen wir eine Weite. Wir brauchen also dieses Ding hier eigentlich noch öfters. Also, wir kopieren uns das zweimal. Nehmen uns das, schieben es hinein. So. Und jetzt sind wir wieder faul. Ich kopiere mir das jetzt einfach aus diesem anderen Modell raus. Wir haben einmal eine White und einmal eine Height. So. Wir schieben jetzt den einen Punkt auf die hintere Ecke und den anderen Punkt nach hier vorne. Jetzt ist es allerdings so, wir brauchen ja auch davor ein bisschen Fläche. Und deswegen schiebe ich das Ding jetzt einfach nochmal 2 Meter weiter raus. Ups, jetzt habe ich zentriert. Das wollte ich jetzt nicht. So, damit haben wir unsere Clear Area fertig. Jetzt brauchen wir noch so eine Area. Und zwar für das Leveling. So, ja, das ist natürlich blöd. Habe ich hier die falschen, ne? Also, nehmen wir das einfach als Leveling Area. Das wird also, dieser Bereich soll gerade gezogen werden. Jetzt nehme ich mir diese Dinger hier und sage Duplicate. Jetzt, ne? Und lasse ich schön an der gleichen Stelle. Jetzt benenne ich die einfach um in Clear Area Start, Clear Area White und Clear Area Height. So, schon haben wir diese Bereiche definiert. Hi JP, wir fügen über Blender die Areas ein, die wir so fürs Platzieren brauchen. Leveling Areas, Clear Areas und sowas.
Ne? Weil der Rest ist so ziemlich jetzt fertig. So, dann brauchen wir eben noch eine Test Area. So, das heißt, wir fügen wieder ein Empty und nennen es, ups, das war falsch, Test Area. Auch die schieben wir jetzt natürlich wieder, hätten wir auch vor dem Umbenennen machen können, in unseren Storage. So, die Test Area ist ein dreidimensionales Gebilde und hat einen Start. Also, add empty. Ja, das empty schieben wir uns. So, ja. Das schieben wir uns in unser Test Area. Und da drin haben wir dann einen Startpunkt. Dieser Startpunkt liegt hier auf der Ecke. Also, wir wieder nehmen und dann snippt er hier so an und dann haben wir ihn auf der Ecke. Der Endpunkt liegt auf der gegenüberliegenden Seite, aber oben. Also adden wir uns noch ein Empty. Und dieser liegt innerhalb der Test Area. Und den nennen wir Test Area Add. So. Den müssen wir jetzt auch verschieben. Und zwar dreidimensional. Wir schieben ihn jetzt erstmal genauso weit nach vorne wie den Bereich, also für mich, wie den Bereich, den wir hier nachher brauchen für. Wir müssen ja mit dem Schneidwerk irgendwo ranfahren. Das ist eigentlich zu wenig, aber so viel, sagen wir, ist einfach Mindest. Dann schieben wir ihn rüber. Und jetzt müssen wir nach oben schieben. Und dazu schnappen wir uns jetzt einfach hier oben diese Ecke. Zack. Und schon haben wir auch die Test Area. So, dann gibt es noch die Tip Occlusion Update Areas. Das liegt auch wieder genauso wie die Test Areas ineinander. Jetzt sage ich hier Select Hierarchie Duplicate. Jetzt habe ich die gleiche Hierarchie hier nochmal. Und die benenne ich jetzt einfach der Einfachheit halber erstmal um. Denn die ersten beiden Punkte sind in den Modellen, die ich mir angeguckt habe, identisch mit denen der Test Area. Nur der letzte Punkt. Der letzte Punkt, der muss wieder auf 0. Und das ist ja kein Problem. Wir setzen einfach die Z-Achse auf 0. Schon sind wir wieder hier unten. So, damit haben wir jetzt im Blender diese Bereiche definiert. Und wenn wir jetzt hier sagen Export und aktualisieren uns das Ganze hier, haben wir diese Punkte jetzt hier auch drin. Allerdings hat er uns jetzt hier wieder alles durcheinander geworfen. Deswegen, das werde ich mir fürs nächste Projekt merken, all diese Areas werde ich als erstes einfügen, damit sie auch als erstes drin sind. So. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, hier vorne steht ja immer, ich habe jetzt gelesen, man soll hier auf alphabetisch sortiert klicken. Wenn ich das ausschalte, ne, dann habe ich hier eine ganz andere Reihenfolge, aber diese Reihenfolge entspricht auch nicht der Reihenfolge. Ich habe nämlich hier Drive Moving Clear und das habe ich hier nicht. Hier Drive Moving Clear. Also das bringt überhaupt nichts. Das hier umzustellen. Ja, und so findet man es wenigstens, wenn es alphabetisch ist.
So, jetzt haben wir hier also unsere Bereiche und jetzt müssen wir die synchronisieren mit der XML. So, das gucken wir mal, ob ich das auf einem Schirm hier hinkriege. XML. So, und das ist dann für mich wieder der Grund, warum man mit diesen auch nicht, warum man hier mit diesen i3D-Mappings arbeitet. Denn jetzt kann ich einfach gucken. Ich habe hier Dynamic Mount Attacher auf 01. Ja, Dynamic Mount Attacher 013 hat sich also nicht geändert. Das heißt, 01 ist geblieben. Dann habe ich hier Move Trigger auf 03. Die Move Trigger habe ich hier aber auf 05. Das heißt, das, was jetzt hier 3 ist, muss ich jetzt hier auf 5 ändern. Gut. Die Lights sind jetzt auf 4. Das ist ziemlich nervig, weil hier ab und zu was ändern muss. Aber zum Glück, meistens funktioniert es mit dem Hinzufügen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wann es nicht funktioniert mit dem Hinzufügen. So, aber jetzt müssen wir diese ganzen Bereiche ja auch noch eintragen in die XML. Deswegen gehe ich jetzt hier rein. Ich habe hier eine Clear Area und eine Leveling Area. Die kopiere ich mir jetzt erstmal raus aus einem bestehenden Element. So, da das, ich habe die hier oben, ich mache mal alles zu. Clear Area und Leveling Area habe ich hier schon drin stehen. Füge ich die hier rein. Die kopierten. Und jetzt fehlen mir hier natürlich noch die Einträge. So, den brauchen wir jetzt nicht mehr. So, für Clear und Leveling. Jetzt kann ich mir auch diese Einträge hier für Clear und Leveling hier unten einfach rauskopieren. Und kopiere sie mir in mein i3D-Mapping rein. Damit habe ich alle Bereiche hier eingetragen. Jetzt gehen wir hier in die Clear Area. Und die ist bei mir auf 02, 020, 021. Clear Area ist also 2, 2, 2. Meine Leveling Area ist auf 3. Dadurch, dass ich es in der gleichen Ebene angebracht habe, brauche ich hier nur die Zahlen zu korrigieren. Und schon habe ich meine Leveling-Sachen drin. So, dann haben wir aber nicht nur Leveling. Indoor haben wir nicht, weil wir haben gesagt, wir haben ja kein Indoor. Dann gibt es hier noch die AI und die Tip Occlusion. Na, beides, wie man hier sieht, läuft über die Tip Occlusion. Also nehmen wir uns hier auch mal die Tip Occlusion. Ja, hier so. Oh. Beides läuft über diese Tip Occlusion. Danke, Roffel, für den Follow. Hier haben wir die Tip Occlusion. Die kopieren wir uns jetzt auch hier rein. Damit haben wir das mit den Namen schon mal kein Problem. Und wir haben die jetzt hier auf 8. Also tippen wir jetzt hier 8 ein. Und haben die Tip Occlusion. Jetzt haben wir aber auch noch Test Area angelegt. Und die Test Area ist hier im Placement. Placement, glaube ich, habe ich hier noch gar nicht. Placement habe ich hier gar nicht. Kommt direkt unter Base. Gucken wir uns das Ganze doch einfach mal an. Random Y. Manual Y. Start Node, End Node, Test Area. Wahrscheinlich, ob frei ist. Habe ich ja eben gesagt. Sound. Template.
Small Imp. Okay. Darüber wird auch noch ein Sound definiert. Okay. So, Test Area, Start und End. So, wenn wir jetzt wieder hier unten gehen, können wir uns auch diese beiden Definitionen, um die Faulheit zu unterstützen, kopieren. Kopieren die hier drunter. Und hier sind die Test 7. So, 7. Jetzt haben wir alles drin. Jetzt gehe ich noch hin. Ich habe hier 1. So, hier habe ich die Dinger hier sind 2 und 3. Einfach rauskopieren und verschieben. 5. So. Nur der Roof. Die 6. Hat hier keinen. Gibt es nichts, was eingetragen ist. Warum habe ich das jetzt gemacht? Dann kann ich später kann ich sagen, okay, ne, das hier muss am Anfang sein. Ne, 1, 2. Dann kann ich schnell gucken, ob das schneller gucken, ob sich da was verschoben hat. Ne, hat also keine Magic-Hintergrund oder so. So, und damit haben wir dann die XML angepasst auf das geänderte Modell. Ja, wir haben das Modell hier angepasst. Und dann mache ich mal kurz den Discord auf, weil ich wollte noch ein Material bearbeiten. Nämlich, das hier hinten ist im Moment rot. Na, dann kann ich das jetzt hier, das Ding hier hat das rote Material. Jetzt kann ich hier sagen Material. Gut. Und dann sehe ich hier Color Matt 2 müsste das rot sein. Ne? Ja, ich glaube schon. Und das machen wir jetzt mal, das ändern wir jetzt mal in Hirschfeld Urung. Warum? Weil wir es können. Ne, damit auch die Hirschfeld-Anhänger zumindest einfach haben mit der richtigen Farbe, wenn schon kein Hirsch drauf ist. Ne, allerdings das Material bleibt bei dem, was es ist. So. Jetzt exportieren wir alles und gucken uns in-game an, ob es funktioniert hat. Ich stelle gerade fest, ist immer noch hell hier. Das heißt, mit den Lights stimmt noch was nicht. Und gleich noch mal gucken. Aber wir können jetzt erstmal, wir gucken jetzt mal, ob das Ganze funktioniert hat. Wir gehen jetzt hier mal in den Landschaftsbau. Machen uns hier ein bisschen was Hügel hin. Und ja, das Ganze steht noch unter Tools und hat noch keinen. Wenn ich es hier hin platziere, würde sagen, das hat noch nicht so funktioniert. Ui, das hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Gehen wir doch mal gucken. Wir suchen uns einfach den ersten Error raus. So, failed to find child 1 from node. Clear Start 001. Wieso haben wir eine Clear Start 001? Wir haben die doch. Ja? Okay. Das war jetzt merkwürdig. Warum war die jetzt da drin? Datei erneut laden, weil hier ist sie ja nicht da drin.
haben wir eine, ah, jetzt haben wir eine Clear Start und eine Clear Start 001. Würde ja bedeuten, wir hätten die doppelt. Ja, irgendwas hat da beim Kopieren nicht funktioniert. Nehmen wir die wieder raus. Speichern. Kopieren. Dann gucken wir uns das hier nochmal an. Ja. Das Schöne ist, wenn durch dieses Exportieren oder durch das Hinzufügen und dann anschließend Exportieren sich was verschoben hat, gibt es immer irgendwelche Fehlermeldungen in der Log. Und dann weiß man, guck mal erstmal, ob die Zuordnung stimmt. So. Ah, jetzt leuchtet hier auch kein Licht mehr. Und wir haben auch keine Fehlermeldungen mehr in der Lok. Das heißt, wir machen das. Weil es geht jetzt schnell. Bisschen was hoch. Bisschen was runter. Und jetzt bauen wir ein Tool. Und den hier setzen wir jetzt mal in dieses Loch rein. Ja, wie wir sehen hier, ne? Wenn wir zu nah rankommen. Ah, Kollision mit Spieler sind natürlich doof. Ah. Da eins hin. So, und jetzt gucken wir mal. Wie nah kommen wir denn jetzt ran? Also das freie Drehen funktioniert. Ja, also näher kommen wir hier nicht ran. Das, obwohl die Areas eigentlich nur genauso groß sind. Na, oder ich habe was falsch gemacht. Das kann natürlich auch sein, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel in das Loch platziere, eigentlich, wenn ich jetzt hier Bursche reinziehe und dann sage Moin, Rejunkie. Danke, Psychobacker, für die Glückwünsche. Und jetzt hier sage, platziere das Ding hier hin. Na? Dann macht er das nicht immer so schön, ne? Mit dem Ausgleichen des Lochs. Sieht dann doch schon. Na, also er hat hier schon was ausgeglichen, aber das sieht alles noch nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. So, noch mal kurz neu laden und dann gucken wir uns mal die Leveling Area an. Die Leveling Area geht von da bis da bis da. Die Höhe stimmt aus. So, und wenn wir jetzt hier mal nach Fehlern gucken, das ist der einzige Fehler, dass er das Store-Bild nicht findet. Ja, ist logisch, ich habe noch kein Store-Bild gemacht. Das ist logischerweise was, was man halt zum Schluss macht. So, Leveling Area ist angegeben hier mit 03. Ja, erstmal checken, Leveling Area 03. Gut, das stimmt also auch. Leveling. Require Leveling. Max Smooth Distance.
Max Slow. Hm. Was das wohl alles heißt. So. Dazu gibt es im Installationsordner ja eine Hilfe, die wir uns da jetzt einfach mal angucken können, nämlich hier in der Dokumentation zu Ansibles. So. Jetzt suchen wir hier mal nach Leveling. Wir haben hier Max Edge Angel, Maximum Angel between Polygons and Smooth. Maximum Slope. Was heißt denn hier Slope? Alter, die benutzen aber Begriffe, die ich in meinem Neigung. Max Slope of Terrain created by Outside Smoothing. Und hier haben wir Smoothing Ground Type und Require Leveling. If true, the ground around the placeable is leveled and all other leveling properties are used. Okay. Ground Type ist der Untergrund der Benutzung. Okay. Wir haben also hier eine Max Smooth Distance von 10. Radius around leveling areas where terrain will be smoothed towards the placeable. Boah. Maximum slope of terrain outside smoothing expressed as angel with degrees. Default ist 45 für Max Slope. Okay, aber hier war 45. Max Edge auch Default 45. Die Max Smooth Distance ist eigentlich nur im Default 3. Leveling ist eigentlich im Default aus. So, und hier gibt es ein Start Node, ein White Node und ein Aid Node. Ground Type Asphalt. So, jetzt gucken wir nochmal nach. White habe ich hier als 0 und Height als 1. Das könnte ja sein. Leveling Height ist die 0. Oh, dann drehen wir das auch einfach mal rum. 0, 1. So, wie ist das bei den anderen? Der hat hier auch immer die Height zuerst. Ja, die sind ja ineinander, das ist egal. Aber bei dem anderen hat er auch die Height zuerst. Das heißt, wir tauschen die jetzt hier einfach mal. Das ist ein was Optisches, die Zeilen zu vertauschen und drehen die auch mal rum. So, und dann schauen wir mal, ob das bereits den gewünschten Effekt. Moin, Junkie. Ich glaube, ich habe schon gesagt, oder? Bin mir nicht. Genau, Neigung oder Gefälle. Ich habe es jetzt einfach mal auf Max Angel habe ich jetzt einfach mal auf 45 Grad gesetzt. Und dann schauen wir mal, ob das so besser ist. Es gibt auch noch sogenannte Paint Areas, da kann man dann noch irgendwas hinmalen. Verschiedene Ground Types. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier mal eine, ne, damit, weil wir das jetzt noch häufiger brauchen werden, machen wir uns jetzt hier mal eine kleine Test Area, wo wir hier ein bisschen nach oben gehen, hier ein bisschen nach unten gehen. So, das speichern wir ab, damit wir es beim nächsten Mal nicht schon wieder machen. So, jetzt bauen Tools. Gar nicht ob Tools eigentlich. Also so. Überlappen einfach. So, wenn ich das Ganze jetzt hier hinsetze, hat er den ein bisschen angehoben. Haben wir gesehen. Das Ding jetzt hier hinsetze, hat er auch angehoben, außer diese Ecke da. Es ist schon besser, ne? Aber. Wow.
Also da haben wir jetzt hier. Was flackert denn da die ganze Zeit so? Also ist schon besser, würde ich sagen. Aber das mit dem. Ja, aber. Ideal ist was anderes, ne? Also auf normalem Ebene macht er das gut. Hier. Oh, das war einfach zu heftig, die Abweichung, die hier gewesen ist. Ne? Also wenn die Abweichung zu heftig ist, ja, weil das hat er ja hier eigentlich ganz gut gemacht. Hier war natürlich eine sehr hohe Abweichung drin, genau wie hier. Das sind das sehr starke Unebenheiten. Ne? Also vielleicht starten wir einfach noch mal neu. Gucken mal, ob wir das mit weniger gewelltem Gelände. Ja, weil wer hat schon so stark gewelltes Gelände, ne? Normalerweise sagt man ja sowieso, man soll sich vorher sein Gelände vorbereiten. Ja, aber Theorie sollte es nicht notwendig sein, ein Gelände vorzubereiten. So, das heißt, dann machen wir uns das Gelände jetzt erstmal wieder glatt hier. Machen wir das Ganze jetzt vielleicht nicht ganz so wellig, ne? Hier vorne machen wir uns einen kleinen Dings nach oben. Hier machen wir uns ein kleines Dings nach unten. Und dann testen wir das mal. Ja. Die gleiche Voraussetzung wieder haben. Tools. So, also. Ne, hier vorne geht es. Ja, geht's leicht nach oben, zack. Das. Seite leicht nach oben. Jetzt noch mal oben auf. Ja. Kommt das Ganze schon an seine Grenzen. Ja, hier vorne geht's bergab. Ja. Man sieht es ja an dem Boden. Also, ist schon so eine Sache. Okay, dann schauen wir doch jetzt mal, was wir noch anders machen. Also, Maximum Angle between Polygons in Smooth Areas expressed as an Angle in Degrees. Das ist die Max Edge Angel. 90 Grad. Max Slope. Maximum Slope of Terrain created by outside smoothing. Was nochmal Slope? Ah ja, Neigung. No, Neigung. Also maximale Neigung nach außen. Tisch. Max Smooth Distance, Radius around Leveling Area, where Terrain will be smoothed. Null. Soll nicht smoothen.
soll das Ding einfach im 90 Grad Winkel dahin packen. Das funktioniert, ist eine andere Frage. Da kann ich ja keine Aufwand mehr finden. Ah ja, wieder sowas von klappen. Warum sollte man an etwas, was man abends auf der Couch isst, eine Aufreißflasche dran machen? Nicht ab. Nein, öffnen. Nervennahrung, die braucht man, wenn man sowas macht. Mal gucken. Irgendwie. Ah. Dass es wirklich besser ist. Also Fehlermeldungen haben diese Einstellung nicht gegeben. Aber ob das jetzt wirklich besser ist? Die Max Smooth Distance hat einen Default-Wert von 3. Würde ja bedeuten 3 Meter drumherum. Vielleicht geht 0 auch gar nicht. Kann natürlich auch sein. Machen wir mal eine Max Smooth Distance von 1. Wäre ja 1 Meter drumherum. Wir machen einen Max Slope von 60 Grad. Und auch 60 Grad Max hier. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, bauen. Gut. Ein bisschen mehr. Ja. Ich kann nur empfehlen, jeder sollte es richtig platzieren. Aber was mir gerade aufgefallen ist, ist,
Das mit dem Material. Material. Wieder Play 3. Add Shader. Save. Export. On. Das mit dem Shader hat nicht funktioniert. Namen, Kalle. Jetzt haben wir zwar alles definiert, aber das Ergebnis ist ja nüchtern, ne? Oder man müsste diesen Bereich wesentlich größer machen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. So. Jetzt haben wir hier einen Teil in Orange. Sehr schön. Danke, Dobermann, für dein Follow. Nicht wirklich überall, ne? Dann machen wir das jetzt vielleicht wirklich mal. Wir nehmen uns die Leveling Area. Schieben die jetzt einfach mal zwei Meter in die Richtung. Oder? Dann nehmen wir uns die Height und schieben die 4 Meter in die Richtung. So, wir nehmen die natürlich auch und schieben sie 2 Meter in die Richtung. Und dann nehmen wir die Whites und schieben die 4 Meter in die Richtung. So, dann nehmen wir uns noch die Test Area. Die mache ich jetzt mal auf minus 2,5. Mal das Ganze ein bisschen näher zusammenstellen. Ob das funktioniert, werden wir merken. Ob man es dann wirklich näher zusammenstellen kann. Auf jeden Fall einen größeren Bereich. Aber näher zusammenstellen kann ich sie trotzdem nicht. Warum auch immer. War da nicht eine Option? Testbereiche und Platzierungsbereiche. So, bauen. So. Ja. Das ist die Test-Area. So, wenn ich jetzt hier sage,
Kann ich das eben bauen? Ja, näher komme ich anscheinend nicht ran. Gut, über frei platzieren kann man ja sowieso platzieren, wie man will, aber an manchen Stellen macht er das einfach nicht hübsch. Dinger hier mal wieder raus. Na? An manchen Stellen macht er das einfach nicht. Hübsch. Ja, jetzt ist auch mehrere Schneidwerke funktionieren. Aber damit bin ich jetzt erstmal schon zufriedener wie vorher. Ja, damit haben wir jetzt auch noch die Bereiche deklariert. Können wir noch mal gucken, ob wir auf einem geraden Stück Land den zwei schön zusammenstellen. Und jetzt mit frei platzieren. Kann man jetzt also theoretisch die Dinger hier Platte an Platte stellen und bekommt, ja, desto besser man es platziert, hat man da oben auch keine durchgehen, dann hat man quasi zwei Regale direkt nebeneinander. Ja, insofern warum auch nicht. So, jetzt haben wir die diese Areas definiert. Jetzt gehe ich mal wieder in mein Git rein und speichere das Ganze. Unter, also mit dem Namen Areas ein. Damit ist diese Arbeit, die ich bis jetzt gemacht habe, das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, wäre eine Schneedecke hier oben drauf. Es gibt hier auch ein Snow. Allerdings kein Plan, wie man das macht. Da muss ich mich erstmal mit ein bisschen was mit beschäftigen. Man braucht nämlich hier auch dann definitiv den Snow Heap Shader für. Ne? Und ja, damit müsste man sich eben erstmal beschäftigen. Ne? Und hier Snow gibt es im LOD 0. Aber nicht im LOD 1, was, soweit ich weiß, unterschiedliche Detailstufen sind. Ja, für schwache Einstellungen und für starke Einstellungen. Aber das muss ich erstmal selber ein bisschen mit rumspielen. Genauso wie die Tatsache, dass sobald ich hier einen Vehicle Shader zu. Sobald ich hier einen Vehicle Shader reinsetze, bekomme ich keinen ordentlichen Export mehr. Boah. Das ist halt einfach so. Und ja. Also hier vorne fehlt jetzt noch die Schneedecke oben drauf. Unten haben wir ja gesehen, dass sie funktioniert. Ja, dann muss das Ganze noch fertig verpackt werden. Ja, da muss noch die Beschreibung geschrieben werden, die ganzen Übersetzungen müssen gemacht werden und dann kann das hier veröffentlicht werden. Jetzt im Moment ist noch
noch zu früh. Aber ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschalten. War mal wieder nett. Und auf YouTube, na, mal schauen. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Folgen davon, wie ich irgendwas modde. Vielleicht habe ich auch noch ein paar große Projekte vor. Wer weiß das schon? Ich verrate da jetzt noch nichts. Aber ne, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ich bedanke mich für die heute erreichten 1000 Follower. Und bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Zusammen macht es bestimmt Spaß. Bis dann und tschüss.